Liebe Freunde des gepflegten Hangouts, heute geht es um ein Jahr Science Data, die Crowdfunding-Plattform für die Wissenschaft. Ja, liebe Freunde, ich spreche heute mit Thorsten Witt. Er ist Projektleiter bei der Crowdfunding-Plattform Science Data in Berlin. Erstmal ein freundliches Hallo von Essen nach Berlin, lieber Thorsten. Hallo, Michael. Ein Jahr Science Data. Ich könnte mir vorstellen, dass das für euch ein richtig spannendes Jahr gewesen ist. Was hattet ihr euch denn vorgenommen für dieses Jahr? Und was habt ihr davon erreicht? Ja, wie du schon sagtest, es war ein spannendes Jahr für uns. Ich glaube, als wir im November 2012 mit der Plattform gestartet sind, wussten wir natürlich, wo wir gerne mit der Plattform hinwollen, aber nicht, wo es hingehen wird. Also insofern war es wirklich auch für uns ein kleines Experiment, was ich schon mal sagen kann, eigentlich ziemlich gut gelaufen ist aus unserer Sicht. Konkrete Ziele hatten wir jetzt in dem Sinne eigentlich nicht, muss ich sagen. Es ist schon so, dass wir erstmal schauen wollten, wie diese Plattform überhaupt ankommt, also sowohl bei der Wissenschaft als auch bei Projektstartern oder eben auch bei der Crowd, also ob Projekte überhaupt gefördert werden. Und da sind wir doch eigentlich mit dem jetzt knapp über einem Jahr später ziemlich zufrieden mit dem, was wir gesehen haben. Und von welcher Art von Projekten sprechen wir eigentlich? Sind das eher in der Mehrzahl technisch-wissenschaftliche, naturwissenschaftliche, vielleicht sogar harte medizinische Themen oder dominieren eher die Geisteswissenschaften? Kannst du da noch mal was zu sagen? Das ist so eine tolle Anekdote eigentlich. Also ursprünglich gingen wir schon davon aus, dass auch die Naturwissenschaften wie allgemein denn in der Wissenschaftskommunikation sehr präsent auch auf Science Data sein würden. Es hat sich dann aber doch sehr schnell gezeigt. Auch eine unserer ersten erfolgreichen Science Daterinnen war eine Literaturwissenschaftlerin hier von der Humboldt-Universität in Berlin, die ihr Projekt, eine Forschungsreise in den Senegal, erfolgreich finanziert bekommen hat über die Crowd. Wir haben tatsächlich, was die erfolgreichen Projekte angeht, keinen Schwerpunkt ausmachen können. Also Science Data ist ja offen für Projekte aus Wissenschaft, Forschung und Wissenschaftskommunikation. Wir haben wirklich Projekte auch aus der Wissenschaftskommunikation. Da hatten wir anfangs auch ein bisschen die Befürchtung, dass das eine Mehrheit sein würde. Das ist aber auch nicht der Fall. Wir haben bislang wirklich sämtliche Wissenschaften auch vertreten auf der Plattform, würde ich jetzt sagen. Also wir haben sowohl Naturwissenschaften, wir haben Projekte aus dem medizinischen Bereich, wir haben ein paar Forschungsreisen auf der Plattform gehabt, aus den unterschiedlichsten Bereichen, die ihr Projekt über die Plattform finanziert bekommen haben. Boah, jetzt muss ich mal überlegen, was wir sonst noch hatten. Wir hatten auch einen Masterstudenten zum Beispiel, der einfach für seine Masterarbeit sich ein paar Bahnfahrten finanzieren lassen musste, weil er ein bestimmtes Institut in Hamburg besuchen musste und das hat geklappt. Es gibt bislang wirklich keinen Fokus, was uns sehr freut, muss ich auch ganz klar sagen. Also es ist tatsächlich zu sehen, dass es anscheinend für alle Wissenschaften geeignet eben ist, wenn es denn letztlich gut kommuniziert und auch präsentiert wird eben auf der Plattform. Was sind so die Zielmarken? Also vielleicht gibt es aber einen Durchschnittswert, also sind es eher 5.000 Euro, die Leute einsammeln oder eher 30.000 Euro? Aktuell haben wir ein Projekt auf der Plattform, was als Zielmarke 30.000 hat. Das wäre für uns auch ein Novum, muss ich ganz klar sagen. Wir haben als größtes erfolgreiches Projekt bislang ein Zielbudget von 10.000 Euro gehabt, das letztlich 14.600 Euro eingespielt hat. Im Durchschnitt habe ich auch nochmal ausgerechnet, lass mich kurz schauen, das durchschnittliche Projektbudget liegt bei 5.800 Euro, wobei man sagen muss, das kleinste Projekt ging eben schon bei ein paar hundert Euro los und das pendelt sich dann so in diesem Bereich ein. Also wir sagen den Leuten auch immer ganz klar, so gering wie möglich und so hoch wie nötig. Ja. Es ist schon, je höher das Zielbudget ist, desto mehr Arbeit ist es zum einen auch, also desto mehr muss man da auch in die Kommunikation reinstecken an Zeit und an Aufwand und desto unwahrscheinlicher ist wahrscheinlich eben auch das erfolgreiche Funding letztlich. Also insofern muss man das sich schon sehr gut überlegen, wie viel Geld man denn wirklich unbedingt braucht, vor allem, weil man das ja auch sozusagen nachvollziehbar darstellen muss auf der Plattform. Ansonsten denken die Leute sicher schnell, das erscheint mir jetzt nicht so glaubwürdig, dass er jetzt irgendwie für seine Zugfahrten nach Hamburg da 2.000 Euro braucht. Da gebe ich ihm jetzt doch mal besser kein Geld. Also da muss man sich schon gut überlegen, wie viel Geld man dann da letztlich einspielen möchte. Einfach auch,
weil ja das Alles-oder-Nichts-Prinzip gilt. Also sprich, wenn ich 10.000 Euro als Zielsumme habe, muss ich ja mindestens 10.000 Euro einspielen. 9.000 Euro würde ich nicht bekommen letztlich. Also ich muss mindestens 10.000 Euro bekommen. Und das ist dann schon die magische Grenze, die es eben zu erreichen gilt. Aber wie gesagt, durchschnittlich sind wir da bei 5.800 Euro, was wir schon erstaunlich hoch finden. Also wir haben da eben auch gemerkt, wir unterscheiden uns auch da gar nicht so sehr vom klassischen Crowdfunding, was uns doch sehr überrascht hat. Wie viele Projekte hattet ihr überhaupt insgesamt im letzten Jahr und wie viele waren davon erfolgreich? Also wir hatten insgesamt jetzt 29 Projekte oder haben bis heute 29 Projekte auf der Plattform, von denen 17 erfolgreich sind. Also wir haben eine Erfolgsquote von knapp 59%, was wirklich sehr, sehr hoch ist. Das hätten wir uns anfangs auch gar nicht zu träumen gewagt. Das ist wirklich auch was, ich spreche immer vom klassischen Crowdfunding, also das Crowdfunding kommt ja klassisch so aus dieser Kreativszene, Kulturszene. Und das sind wirklich Dimensionen mit 59%, die auch da selten erreicht werden von Plattformen. Also da sind wir schon wirklich sehr, sehr gut dabei, ganz klar. Wie schlimm ist es eigentlich, wenn man scheitert? Oder ist es überhaupt schlimm? Also man kann ja auch Positives draus ziehen. In Deutschland ist es immer nicht so angesehen, wenn man oder wird man immer komisch angeguckt, wenn man mit irgendwas scheitert. In anderen Ländern ist das anders. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wie gehen die Leute damit um? Es kommt auf die Perspektive drauf an. Also wir sagen immer, ihr scheitert nie auf der Plattform. Also wir haben mal ein sehr schönes Interview mit einem Projektstarter gemacht, der es nicht geschafft hat. Also der letztlich sein Budget nicht zusammenbekommen hat. Und der meinte auch, klar, es war schade. Er hat gehofft, dass es funktioniert. Ansonsten hätte er sich natürlich auch die Arbeit nicht gemacht. Aber er hat letztlich so viel erstens Feedback zu seinem Projekt bekommen, was seine Doktorarbeit war. Aber auch Kontakte herstellen und etablieren können in verschiedene Bereiche, also sei es zu anderen Wissenschaftlern, aber auch zur Wirtschaft, zu Medien. Und diese Kontakte hätten ihm einfach so viel Feedback gebracht, aber eben auch sein Projekt wirklich nach vorne gebracht eben auch, weshalb er es letztlich auch gar nicht als Scheitern angesehen hat dann, sondern er hat sein Geld nicht zusammenbekommen, aber er hat viele andere positive Dinge erreicht. Und das war noch eine sehr schöne Anekdote, fand ich. Ich sage ja auch immer, unsere Motivation, also die Plattform ist ja eine Plattform von Wissenschaft und Dialog und gefördert vom Stifterverband, ist ja jetzt nicht die Forschungsförderung, das ist ja nicht die Aufgabe von Wissenschaft im Dialog, sondern wir sehen die Plattform ja vor allem auch als ein Werkzeug der Wissenschaftskommunikation, also wirklich Wissenschaft auf Augenhöhe zwischen dem Wissenschaftler und der Öffentlichkeit kommuniziert und vermittelt werden kann. Und aus dieser Sicht scheitern die Leute bei uns auch nicht, weil man kriegt ein Feedback zu seinem Projekt, man kann sich austauschen, man kann Kontakte herstellen oder Netzwerke bilden, was eben auch ein Ziel dieser Plattform für uns ist, dass wir diese Plattform betreiben. Und insofern scheitern tut bei uns niemand. Es gilt dann immer so ein bisschen, was macht man persönlich draus. Wenn es denn mal nicht klappt, was ja offensichtlich vorkommt, woran hat es dann meistens gelegen? Kann man das verallgemeinern oder ist das ganz individuell? Liegt es am Thema, weil es vielleicht zu abseitig ist? Oder was könnten da die Gründe sein? Letztlich aus unserer Sicht merken wir einfach meistens, dass es irgendwie auf die Kommunikation zurückzuführen ist. Also vielleicht hat man nicht mit den richtigen Werkzeugen kommuniziert, vielleicht hat man auch nicht offensiv genug kommuniziert. Das ist schon so, beim Crowdfunding letztlich geht es ums Geld. Ja? Also ich möchte Geld für mein Projekt bekommen, damit ich es realisieren kann. Und dementsprechend offensiv und auch selbstbewusst muss man da auch ein bisschen an die Leute herantreten. Also es ist immer schön und recht, den Leuten ein bisschen zu sagen, hier, schaut euch mal mein Projekt an, vielleicht gefällt es euch ja. Letztlich muss man den Leuten sagen, Leute, wenn es euch gefällt, gebt mir euer Geld, weil das brauche ich letztlich. Und deshalb mache ich diese ganze Kampagne auf ScienceData. Also wir glauben schon, oder wir haben das auch bei vielen Projekten wirklich festgestellt, dass die Projektstarter vielleicht nicht ausreichend kommuniziert haben, vielleicht nicht in der Breite kommuniziert haben, und vielleicht aber auch nicht offensiv, also selbstbewusst genug kommuniziert haben. Manche tun sich da eben ein bisschen schwerer, das ist ganz klar. Es ist eben auch eine ungewohnte Situation, glaube ich, für alle erstmal, weil man das nicht unbedingt schon mal gemacht hat, so ein Crowdfunding-Projekt und so öffentlich um Unterstützung geworben hat. Manche tun sich einfach mit der Kommunikation selbst ein bisschen schwerer, weil sie vielleicht auch da noch nicht so die Erfahrung haben.
Oder sie beschränken es eben zu sehr auf ein Medium oder jetzt nur auf Internetkommunikation oder sowas und versuchen da nicht die Breite an Menschen auch durch verschiedene Wege anzusprechen. Es gibt allerdings auch Projekte, da muss man sagen, die haben auch toll kommuniziert und die haben viel gemacht und sich engagiert und viel Zeit investiert, wo es dann trotzdem nicht geklappt hat. Da mag es dann ja wahrscheinlich irgendwo an der zu hohen Zielsumme gelegen haben oder vielleicht war es ein schlechter Zeitpunkt, einfach auch dieses Projekt zu starten. Vielleicht war die Projektbeschreibung jetzt nicht so, dass die Leute dachten, ich fühle mich davon angesprochen. Das ist dann letztlich nicht ganz immer nachvollziehbar, ganz klar. Aber wir merken schon, Leute, die sehr stark kommunizieren, das bekommen wir ja auch immer sehr gut mit, weil wir die Projekte sehr stark begleiten, da klappt das in der Regel meistens eigentlich auch. Also, vor allem, wenn man versucht, verschiedene Mittel und Kommunikationswege eben auch zu nutzen und sich nicht auf wenige Medien begrenzt. Okay, wie ist es denn beispielsweise in der Wissenschaft angekommen? Mhm. Wie sind die Reaktionen? War man da eher skeptisch, zurückhaltend oder hat man das freudig, optimistisch aufgenommen oder kann man das eigentlich gar nicht so generalisieren? Ich glaube, man kann es nicht ganz generalisieren. Also man muss schon sagen, dass Science Data oder dass wir mit dieser Plattform schon eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Es sind sicherlich jüngere Leute, die irgendwie Erfahrung haben, sei es mit Crowdfunding oder eben mit Social Media Werkzeugen. Also es sind eher Wissenschaftler, die Social Media schon in ihrem Arbeitsumfeld benutzen oder integriert haben, ja, oder aber es vielleicht eben im privaten Umfeld bereits nutzen und da Erfahrung haben und dem Ganzen offen aufgeschlossen sind. Die das Ganze eben auch eigentlich grundwegs positiv bewerten. Also da haben wir schon sehr, sehr positives Feedback auch von Seiten der Medien, wo es doch sehr viel Aufmerksamkeit erfahren hat, dieser Launch der Plattform und der Betrieb, ist das Feedback wirklich sehr positiv. Es gibt immer wieder vereinzelte Kritik, die ich zum Teilen vielleicht nachvollziehen kann, aber die ja nicht also es ist selten Fundamentalkritik, sagen wir es mal so. Also insofern ist es positiv, ist das Echo doch sehr positiv in der Menge, muss man sagen, ganz klar. Was wird da kritisiert, wenn kritisiert wird? Also es ist zum einen oftmals die Kritik, dass es ja eher für Wissenschaftler geeignet ist, die sich sehr gut verkaufen können, ne? Also die sich sehr gut präsentieren können, sich und ihr Projekt darstellen können und dann das dementsprechend auch offensiv kommunizieren und dementsprechend für Crowdfunding auch geeignet sind. Und ja, wo ich immer finde, wenn man einen klassischen Forschungsförderantrag stellt, muss man sich in gewisser Maßen ja auch gut darstellen und positiv darstellen und den Leuten weismachen, warum sie denn diese Forschungsförderung verdient haben oder bekommen sollen. Also auch da geht es zum einen um, ich nenne es jetzt mal wirklich in Anführungsstrichen, sich verkaufen, auch wenn ganz klar wissenschaftlich belegt und fundiert. Und zum anderen ist es sicherlich keine Plattform, die für jedermann geeignet ist, also auf alle Fälle. Also, aber es ist ja eben schön, dass es auch nicht jedermann nutzen muss oder nicht jedermann darauf angewiesen ist, sondern dass eben eine Möglichkeit ist, seine Forschung zu finanzieren. Aus unserer Sicht ist es ja eben der Hauptaspekt auf der Kommunikation, aber dass es ja eben offen steht und jeder es für sich nutzen kann, wenn er es denn möchte. Das sind ein paar gute Stichworte. Worauf kommt es denn ein bisschen an? Also haben sich schon mal in dem einen Jahr so ein bisschen Erfolgsrezepte herauskristallisiert? Wie wichtig ist eigentlich so ein, also ich denke mal, dass das Video wahrscheinlich das Wichtigste ist bei der ganzen Geschichte, vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger als die Projektbeschreibung selber. Falls das nicht so ist, korrigiere mich bitte. Also worauf kommt's an bei so einer Geschichte? Was wirklich, du hast schon angespielt mit dem Video, ein Video ist Pflicht bei jeder Crowdfunding-Plattform eigentlich, einfach weil Crowdfunding ohne ein Video eigentlich nicht funktionieren kann. Also der Vorteil eines solchen Videos ist einfach, dass der Science-Starter oder der Projekt-Starter im Allgemeinen einfach sehr persönlich rüberkommt. Ich meine, letztlich geht es beim Crowdfunding darum, ja, dass man einer Person, die man im Normalfall nicht persönlich kennt, ja doch Geld gibt für sein Projekt. Und da muss irgendwo eine persönliche Beziehung aufgebaut werden. Und das erleichtert dieses Video eben ungemein.
Wir haben festgestellt, dieses Video muss nicht professionell gemacht sein, da muss kein Videoschnitt her, das muss jetzt keine Animationseffekte haben. Ganz im Gegenteil, das kann schon wieder abschrecken, wenn es zu professionell wirkt. Das Video kann ganz einfach gemacht sein. Es geht einfach darum, wer bin ich, was ist mein Projekt, warum ist das Projekt toll und warum solltet ihr mir dafür Geld geben. Einfach diese Persönlichkeit zeigen, rüberbringen, sodass man sich wirklich ein Bild des Projektstarters machen kann und da vielleicht eben auch ein Vertrauen aufbauen kann, obwohl man die Person gar nicht kennt. Deswegen ist das Video wirklich schon ziemlich das A und O. Ich würde nicht sagen, dass es wichtiger ist als die Projektbeschreibung. Soweit würde ich nicht gehen, aber es ist elementarer Bestandteil der Projektbeschreibung. Also deshalb ist es das Video auch bei uns ganz oben auf der Plattform, auf der Projektdetailseite immer eingebunden, weil das die Leute doch immer sehr schnell anklicken auf alle Fälle. Ist bei mir ähnlich. Also das ist eigentlich das Erste, was ich mache. Ich gucke mir immer erst das Video an. Ja. Und dann habe ich schon mal so einen ersten Eindruck gewonnen, worum es eigentlich geht. Und wenn es mich dann gepackt hat, dann lese ich natürlich auch nochmal die Projektbeschreibung, um rauszufinden, was denn genau der Inhalt des Projektes ist. Was muss man denn sonst noch drumherum machen? Also die meisten haben ja auch so ein, es gibt, das ist glaube ich auch Bestandteil der Plattform, dass man so ein eigenes Blog hat, ne? Wo man ab und zu sozusagen über den Projektfortschritt berichtet. Wie wird das genutzt? Wie wichtig ist das? Genau, also du hast den Blog angesprochen. Generell sind verschiedene Social Media Tools bei den Projekten eingebunden. Also du hast die Möglichkeit als Projektstarter deinen eigenen Blog zu führen. Es gibt ein Pinwand-System, wo du dich mit der Öffentlichkeit austauschen kannst, also wo es abseits des Blogs Feedback geben kann zu deinem Projekt und du darauf reagieren kannst. Aber du kannst auch Twitter und Facebook ganz klar einbinden und sollst du eigentlich auch. Also Blog ist immer ein sehr gutes Mittel, gerade glaube ich beim Wissenschafts-Crowdfunding, weil du doch auch ein bisschen tiefergehend in dein Projekt einsteigen kannst, das erklären kannst und auch den Prozess darstellen kannst. Was du bei Twitter vielleicht jetzt nicht in der Gänze so gut machen kannst. Insofern, wir glauben immer, es ist schon wichtig, alle Kanäle wirklich zu nutzen. Aber es muss dir natürlich auch irgendwo liegen. Also wir hatten auch Projektstarter, die haben wirklich von sich aus gesagt, ich mag Facebook nicht, das nutze ich nicht oder gleiches mit Twitter. Wo wir schon am Anfang ein bisschen skeptisch auch waren, ob das dann erfolgreich sein kann. Teilweise waren die Projekte dann trotzdem erfolgreich. Ich glaube, der Punkt ist einfach, man muss sämtliche Kommunikationskanäle nutzen, die einem sich anbieten. Also sei es jetzt wirklich die Web 2.0-basierten Kommunikationstools, die du auf dieser Plattform hast, aber auch ganz klassisch, wenn du von der Universität kommst, ja, frag die Presseöffentlichkeitsabteilung, ob sie nicht noch eine Pressemitteilung für dich verschicken und solche Sachen. Du musst Mailings verschicken an alle Personen, die du kennst, um einfach irgendwie Wind zu machen, um die Leute auf dein Projekt aufmerksam zu machen. Letztlich geht es ja einfach darum, dass du eine breite Crowd ansprichst, also eine Vielzahl an Menschen, die auf dein Projekt aufmerksam werden und dann eben auch unterstützen, also was dann eben immer nur ein geringer Anteil macht meistens. Und da geht es einfach darum, je mehr Leute du erreichst, desto mehr Leute unterstützen dich letztlich auch und streuen diese Nachricht eben auch weiter. Das ist dann echt dieser Netzwerkeffekt, der dann irgendwann eintritt und den es eben zu erreichen gilt. Und das sind webbasierte Kommunikationsmittel sicherlich die besten, weil es ja eben auch ein Web-Tool ist, so eine Crowdfunding-Plattform. Aber auch die klassischen Kommunikationskanäle darf man da wirklich nicht unterschätzen. Also letztlich, glaube ich, kann man da nichts falsch machen, solange man so viel wie möglich bedient einfach. Also zu viel bedienen geht, glaube ich, nicht in dem Fall. Okay, wobei es wahrscheinlich auch keinen großen Sinn macht, jetzt auf Twitter oder Facebook groß zu trommeln, wenn man da vorher nicht aktiv war. Also ich glaube, man braucht wahrscheinlich schon eine gewisse Affinität. Ja. Also wenn man mit 2 Followern auf Twitter anfängt, wenn das Projekt startet, dann hat man wahrscheinlich auch nicht viel davon. Genau, das ist der Punkt. Also es ist schon wichtig, wenn man auch vorher schon ein Netzwerk hat, einfach, dass man das dann auch mit einbezieht. Wenn man wirklich bei Null anfängt, klar, dann bringt es jetzt auch nicht sonderlich viel, nur einfach eine Facebook-Seite anzulegen, wenn die nicht irgendwie schon eine gewisse Anzahl an Followern hat und so weiter. Das ist dann schon schwieriger. Es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Geld du letztlich einspielen möchtest. Ja? Also wenn du ein hohes Budget hast, brauchst du natürlich auch ein entsprechend großes Netzwerk. Und das schaffst du dann sicherlich auch nicht in dieser maximalen Laufzeit von 2 Monaten komplett aufzubauen. Also da musst du schon im Vorfeld sicherlich Arbeit reinstecken,
und dir auch im Vorfeld Gedanken machen, wen kannst du überhaupt nochmal ansprechen und da aktivieren, welchen Kontakt für dieses Crowdfunding-Projekt eben. Wenn du vorher da überhaupt kein Faible für hattest, dann ist wiederum die Frage, ja, ist dann Crowdfunding so das Richtige für dich, weil ist ja dann auch die Überlegung, warum hat man das noch nicht, ja, und wenn das nicht authentisch rüberkommt, sondern wenn das dann so ein bisschen, ich habe jetzt hier ein Crowdfunding-Projekt, also mache ich jetzt noch eine Facebook-Seite, ja, dann ist es nicht unbedingt authentisch und dann ist es sicherlich auch nicht unbedingt gewinnbringend. Also man muss schon überlegen, was passt auch zu mir, was kommt auch glaubhaft rüber, wo fühle ich mich auch wohl in der Kommunikation einfach und das dann eben entsprechend nutzen, ganz klar. Was ich interessant fand, war dein Hinweis, dass man ja auch sich Unterstützung bei der Uni zum Beispiel holen kann, indem man sagt, könnt ihr nicht nochmal eine Pressemitteilung rausbringen? Mhm. Das finde ich auch einen ganz interessanten Aspekt. Welche Erfahrungen habt ihr denn überhaupt gemacht mit sozusagen mit den Institutionen, die hinter den Personen stehen? Also ich kann mich erinnern, dass es mal auch eine Aussage von so einer ganz jungen Wissenschaftlerin gab, die gesagt hat, na ja, also in meinem Institut war man eigentlich erstmal ziemlich skeptisch und hat so hinter vorgehaltener Hand gesagt, na, dafür hat sie Zeit. Mhm. Ja. Und als sich dann das ganze Projekt als sehr erfolgreich herausgestellt hat, dann war man auf einmal Feuer und Flamme und hat es sozusagen fast schon für sich reklamiert, den Erfolg. Ja. Welche Erfahrungen gibt es denn da bei den Leuten? Ich glaube, es ist wie so oft bei der Wissenschaftskommunikation allgemein, oder? Dass, glaube ich, doch einige Personen immer noch sagen, also Wissenschaftler doch das immer noch irgendwo als Zeitverschwendung, als Spielzeug ansehen, die Wissenschaftskommunikation. Also als Wissenschaftler soll man sich auf die Forschung konzentrieren und jetzt nicht seine Zeit verschwenden mit so Spielzeug. Und auf solche Vorbehalte trifft dann eben auch so ein Crowdfunding-Projekt sicherlich zeitweise, ja. Und es kommt auch immer einfach sehr stark auf die Personen drauf an, wie du eben schon meintest, also die da im Hintergrund agieren, inwieweit die dann so ein Projekt unterstützen oder nicht. Meine Erfahrung ist, es ist schwierig. Also Institutionen tun sich mit so einem neuen Werkzeug oftmals erstmal schwer, ja. Sie wissen nicht ganz genau, wie sie das einzuschätzen haben. Sie wissen nicht ganz genau, wie das funktioniert, wie sie dann damit umgehen müssen. Was ist denn, wenn da dann Gelder fließen? Was bedeutet das überhaupt für uns? Was für Gelder sind das denn? Sind das Spenden oder ist das eine Förderung oder wie müssen wir das überhaupt einbuchen? Was bedeutet das Ganze mit Overhead-Kosten und so weiter und so fort? Du hast da gerade schon ein Beispiel angesprochen. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch von anderen Projektstartern, dass das oftmals wirklich sehr stark von den letztlichen Personen abhängt, an die man dann in so einer Institution gerät, ja, wie offen die so etwas gegenüber eingestellt sind und auch, ja, wie experimentierfreudig vielleicht auch und da vielleicht auch einfach mal so den positiven Nutzen sehen und was das alles an Möglichkeiten bietet und dann eben auch sagen, ja, wir probieren das jetzt mal aus und generell pauschal ist es schwer zu sagen, glaube ich, wie die Institutionen da eingestellt sind. Letztlich ist es aber schon so, wie du auch meintest, wenn es dann erfolgreich war, waren vielleicht auch Institutionen, die am Anfang vielleicht erstmal ein bisschen skeptisch oder abwartend oder dem sogar negativ gegenüberstanden, dann doch auf einmal ganz positiv erfreut, dass es eine tolle Sache sei und ja eben auch sehr viel gebracht hätte. Ja. Das ist, ich glaube, ein bisschen das ein Bohren dicker Bretter vielleicht einfach auch. Da müssen sich Erfolgsfälle einstellen, da muss man sehen, das funktioniert, das ist auch eine tolle Sache, das bringt uns auch viel, nebst dem finanziellen Aspekt vielleicht eben auch. Und dann kann sich da, glaube ich, dann auf Dauer vielleicht auch ein kleiner Wandel oder hin zu mehr Offenheit einstellen. Das schwankt im Moment, wie gesagt, sehr stark von Person zu Person bei den jeweiligen Institutionen, wie wir festgestellt haben. Was weiß man denn überhaupt über die Supporter? Also Philipp Schrögel hat heute Morgen auf Twitter gemutmaßt, das seien sowieso meistens immer nur Leute aus dem eigenen Bekanntenkreis. Ja. Oder wenn dann am Schluss noch 1.000 Euro fehlen, dann kommt halt Papa oder Mama und schießt die dann noch zu. Mhm. Also erstmal die Frage, ist das so? Und darüber hinaus, wen erreicht man noch? Also sind die Supporter eigentlich eher auch Leute aus der wissenschaftlichen Sphäre oder kann man schon sagen, dass das quer durch die Gesellschaft geht? Es ist sehr vom Projekt abhängig. Also sicherlich ist Freunde, Familie, Bekannte der erste Kreis, den es gilt anzusprechen. Also du musst erstmal dein unmittelbares Umfeld, mit dem du sehr vertraut bist, ansprechen, damit die das dann eben weiter streuen. Und dazu gehören ganz klar Familie, Freunde, Bekannte.
die es wie im klassischen Crowdfunding im Kreativbereich eben auch bei uns gilt, erstmal anzusprechen. Das macht sicherlich auch einen Teil der Unterstützer bei uns aus. Allerdings, ich habe jetzt heute Morgen nochmal nachgeschaut, sind es knapp 70 Unterstützer im Schnitt bei uns pro Projekt. Also ich glaube nicht, dass der Familienkreis dann letztlich immer so groß ist, die dann da auch Geld zuschießen würden. Also wir merken schon, es gibt vermehrt Unterstützer auf der Plattform, die wirklich querbeet sämtliche Projekte fördern, was ich ganz witzig finde, die da wirklich so einen Ansatz haben. Ich habe tatsächlich auch schon mit einem gesprochen, der meinte, er würde sich überlegen, sich so ein monatliches Budget beiseite zu legen, um damit dann einfach Projekte auf der Plattform zu unterstützen. Das sind oftmals Leute, doch vielleicht irgendwo aus dem wissenschaftlichen Umfeld, aber nicht unbedingt mit thematischem Bezug zu dem jeweiligen Projekt, sondern Leute, die einfach sagen, ich finde es gut, dass junge Wissenschaftler diesen Weg gehen, auch den Weg in die Öffentlichkeit gehen, um ihr Projekt zu kommunizieren, aber auch um Geld dafür einzuwerben, und ich unterstütze das einfach per se, ja, weil ich das einfach toll finde und ich möchte das sozusagen belohnen. Es gibt da, glaube ich, ganz unterschiedliche Ansätze. Was im Crowdfunding sicherlich noch dazukommt, sind Wissenschaftler, die im gleichen Umfeld arbeiten, die irgendwie sagen, die Ergebnisse könnten für mich vielleicht interessant sein, oder es ist für mich auch interessant, einen Kontakt zu dem Projektstarter herzustellen, zu etablieren, und deshalb fördere ich auch sein Projekt mit einer kleinen Summe, um da den Kontakt zu haben oder um an Ergebnisse ranzukommen. Sicherlich spielt auch irgendwie dann so ein bisschen so ein Institutsstolz noch eine Rolle, also dass Leute sagen, da ist jemand von meinem Institut, der hat da ein Projekt online gestellt und deswegen unterstütze ich den, auch wenn ich mit seiner Forschung nicht unbedingt was zu tun habe. Letztlich ist es aber, wie gesagt, knapp 70 Unterstützer pro Projekt im Durchschnitt, also es ist stark vom Projekt abhängig, wir haben auch einfach sehr unterschiedliche Projekte auf der Plattform und teilweise wird dann wirklich auch die breite Öffentlichkeit wirklich angesprochen, die irgendwie sagt, ich finde das ein spannendes Projekt, bin irgendwo darauf aufmerksam geworden, sei es im Fernsehen oder in irgendeiner Zeitung, und ich finde das toll und deshalb unterstütze ich dich. Also es schwankt sehr stark von Projekt zu Projekt, aber das war eben auch zu erwarten, da unterscheiden wir uns eben auch gar nicht so sehr vom klassischen Crowdfunding, würde ich sagen. Okay, kommen wir mal zurück zu den erfolgreichen Projekten. Habt ihr im Blick, was aus denen geworden ist, und kommuniziert ihr solche positiven Geschichten? Also das Tolle ist mit dieser Plattform, es ist ja nicht mehr so diese klassische Ergebniskommunikation, wie man uns ursprünglich immer hatte in der Wissenschaft, sondern man hat so diese Prozesskommunikation. Also man bekommt ein Projekt mit von dem Entstehen, also von der Idee bis über zur Realisierung, zur Umsetzung und dann letztlich eben auch das Ergebnis. Ergebnis ist auch ein Prozess. Wir haben zurzeit mehrere Science-Data, die noch bei der Umsetzung des Projektes sind. Die haben auch weiterhin ihre Projektseite auf Science-Data. Also wir haben Projektstarter, die benutzen dann weiterhin den Projektblog, die kommunizieren weiter auf den Kanälen, die sie vielleicht mal angelegt haben für diese Kampagne. Mir fallen jetzt zum Beispiel Christian Stern ein, das war unser erster erfolgreicher Science-Data noch ganz am Anfang nach dem Launch der Plattform, das war ein Wissenschaftskommunikationsprojekt, der jetzt noch in Südamerika ist und gerade dabei ist, die Interviews mit Wissenschaftlern aus der ganzen Welt zusammenzuschneiden und eben ins Netz zu stellen, mit dem wir immer wieder Kontakt haben, der auch immer noch sehr stark seine Kommunikationskanäle nutzt und das weiter zu kommuniziert, weil die Unterstützer haben ja nicht nur ein Anrecht daran, finden wir, weiter zu erfahren, was ist eigentlich passiert, also was hast du jetzt mit meinem Geld gemacht, was ist Stand deiner Forschung im Moment oder deines Projektes, sondern sie haben vor allem ein Interesse daran, weil man, was ich auch immer persönlich merke, man identifiziert sich sehr stark mit so einem Projekt, wenn man es erstmal gefördert hat und man möchte einfach weiter wissen, was passiert jetzt eigentlich, was machst du gerade und wie läuft's und ist alles gut oder nicht gut oder wo hakt's, und die Science-Data, die erfolgreichen, machen das schon einfach sehr stark auf den unterschiedlichen Kanälen, auch teilweise über die Plattform noch direkt mit dem Projektblog. Es gibt da jetzt keine Vorgabe von uns, wie viel sie jetzt da irgendwie schreiben müssen oder sowas. Insofern schwankt das auch so ein bisschen. Mancher macht das mehr, mancher macht das weniger. Manche Unterstützer fordern das auch nochmal ein. Die haben dann auch schon mal geschrieben, du, irgendwie schreibst du mir ein bisschen zu wenig, was ist los und wo bist du, und fordern das dann ein bisschen mehr ein, und dadurch entsteht es dann vielleicht wieder ein bisschen mehr, was da eben auch was Schönes ist, wenn man sich da ein bisschen mehr einbringen kann dann.
Ja, das stimmt. Wir haben einige Fragen über Twitter noch reinbekommen für unser Gespräch heute. Da war unter anderem auch die Frage dabei, ob man schon mal über sowas wie Donation Matching bei Stiftungen nachgedacht hat, ne? Für Stiftungen. Also Stiftungen machen das ja oft, die sagen, wenn ihr 5.000 Euro aus anderen Kanälen besorgt, dann geben wir die anderen 5.000 Euro dazu. Das finde ich eigentlich einen klugen Gedanken, auf den ich noch gar nicht so gekommen bin, den ich sozusagen aus der Praxis der Stiftungen, die zum Beispiel beim Stifterverband sind, auch noch gar nicht so kenne. Aber es ist eigentlich eine kluge Idee, wie ich finde. Und ich weiß nicht, habt ihr schon mal bei Wissenschaft im Dialog über solche Konzepte nachgedacht? Also das ist das klassische Co-Funding, was du da ansprichst. Also dass man eben sagt, okay, wenn du, ich sage jetzt einfach mal 5.000 Euro durch die Crowd reinbekommst, unterstützen wir dich auch nochmal mit 5.000 Euro. Das kann zum Beispiel eine Einrichtung sein oder auch ein Unternehmen oder eine Stiftung eben, die das dann anbietet. Es gibt dafür, das könnte man sozusagen auch als Tool anbieten auf der Plattform. Das haben wir noch nicht eingerichtet. Im Moment obliegt es also ein bisschen bei dem Projektstarter, da eben auch selbst Stiftungen anzusprechen oder Unternehmen anzusprechen und die darauf aufmerksam zu machen. Letztlich ist es eine Kommunikation, die auch nicht wir übernehmen können und auch nicht wollen, sondern das liegt schon auch in der Aufgabe des Projektstarters, da solche Abmachungen irgendwie an Land zu ziehen. Was sicherlich interessant wäre, wäre in Form eines Wettbewerbs zum Beispiel, dass man sagt, also was wir letztes Jahr auch schon mal gemacht haben im Rahmen des Wissenschaftsjahres, dass man sagt, wer in einem gewissen Zeitraum die meisten Unterstützung erhält, bekommt nochmal durch uns, also durch die Plattform auch nochmal Geld obendrein zu seinem Budget. Dieses Co-Funding ist ja sicherlich eine interessante Geschichte auf alle Fälle. Letztlich muss der Projektstarter es dann aber eben auch arrangieren, dass es dazu kommt und dass es da eine Stiftung gibt, die mitmacht. Es gibt technische Tools, die das standardisieren könnten. Letztlich sagen wir, jetzt trefft die Absprachen da erstmal, wie gesagt, im direkten Austausch mit der Stiftung und dann kann die Stiftung das ja auch sozusagen von sich aus, also da braucht man nicht unbedingt ein technisches Tool für, was wir jetzt da implementieren müssten, was wiederum auch Geld kostet, einzurichten. Also insofern kann man diese Abmachung ja treffen und da dann eben auch zusätzliches Geld einwerben. Das Co-Funding ist in anderen Bereichen schon etablierter. Wir haben bei manchen Projekten zum Beispiel Unternehmen, die auch gesagt haben, die unterstützen auch Projekte auf Science Data, weil sie einfach im gleichen Gebiet vielleicht arbeiten. Die haben das jetzt aber bei den bekannten Fällen, die mir bekannt sind, zumindest jetzt nicht an bestimmte Konditionen geknüpft, von wegen, wenn du 5.000 Euro bekommst, dann unterstützen wir dich nochmal mit 5.000 Euro, sondern die haben das mit einem festen Betrag unterstützt. Weitere Frage, die über Twitter reingekommen ist, @mannbeißthund fragt, ist es eigentlich üblich, dass Projekte parallel auf zwei Plattformen sammeln? Das ist, glaube ich, aktuell der Fall bei den Jungs, die für ihr digitales Wissenschaftsmagazin Substanz bei euch sammeln. Genau, also Substanz ist sowohl bei uns auf Science Data als auch auf Startnext. Es ist ein besonderer Fall, würde ich jetzt mal sagen. Also wir sind eine Subplattform von Startnext, weshalb man dieses Projekt auf beiden Plattformen sehen kann. Also insofern, man sammelt aber nicht getrennt auf zwei Plattformen, also zumindest Substanz macht das jetzt in diesem Fall nicht, sondern man sieht das gleiche Projekt, das Geld geht in den gleichen Topf. Man sieht Unterstützer von den anderen Plattformen, also es ist nicht so, dass sie zweimal jetzt 30.000 Euro einwerben wollen, sondern das ist schon ein Projekt, was gespiegelt auf zwei Plattformen läuft, einfach weil auch Startnext die Kategorie Journalismus hat und in diesem besonderen Fall trifft es eben auf Wissenschaftsjournalismus zu, weshalb wir sagten, es passt auf beide Plattformen einfach sehr gut und deswegen haben wir das sozusagen auf beiden Plattformen freigeschaltet. Was jetzt ja einfach, wenn man das transparent kommuniziert, eben auch recht nachvollziehbar ist, wie wir finden, und auch ganz gut ableitbar, weil wir eben eine Subplattform sind von Startnext. Insofern können die Nutzer eben auch auf beiden Plattformen dann unterstützen. Üblich ist es sonst nicht. Also wir empfehlen auch tatsächlich Projektstartern nicht auf zwei voneinander getrennten Plattformen zu sammeln, weil es ja doch mal ein bisschen verwunderlich wirken kann für die Unterstützer und so ein bisschen nach ich versuche hier doppelt Geld einzuwerben, klingt. Ist aber in diesem Fall, den du jetzt gerade angesprochen hast, definitiv nicht der Fall, sondern kommt eben daher, dass es zwei miteinander verknüpfte Plattformen sind.
Okay, und das ist auch technisch so gelöst, dass sozusagen der aktuelle Projektstand auf beiden Plattformen immer gleich angezeigt Genau, wird. das ist wirklich identisch. Das ist ja immer real-time sozusagen, wird da das aktuelle Funding angezeigt, auch die Anzahl an Unterstützungen, an Fans. Das kann man immer kontrollieren, das ist wirklich eins zu eins, das ist zeitgleich. Okay, dann kommen wir zum Schluss. Die große Abschlussfrage: Wie geht es weiter mit Science Data? Wird es Veränderungen geben? Was habt ihr so in 2014 vor? Grundlegende Veränderungen haben wir jetzt eigentlich nicht geplant, weil das Feedback, was wir bekommen, auch von den ganzen Nutzern und so weiter, einfach sehr positiv ist. Klar ist, wir wollen, was die Projektanzahl auf der Plattform angeht, weiter nach oben. Letztes Jahr oder jetzt im ersten Jahr hatten wir eben so knapp 30 Projekte und das wollen wir schon weiter ausbauen. Wir merken aber auch da, dass es vermehrt Anfragen gibt, die da Interesse haben sozusagen. Und da sind wir auch ganz guter Dinge eigentlich, dass wir da ein bisschen wachsen werden. Und wenn dabei die Erfolgsquote so bleibt, bin ich da auch ziemlich glücklich mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird auch in diesem Jahr wieder einen Crowdfunding-Wettbewerb geben, wo wir einfach versuchen wollen, solche Projekte in ja, andere Rahmen auch oder an andere Wettbewerbe oder Aktionen zu knüpfen, einfach um auch die Plattform als solche bekannter zu machen, dass eben noch mehr Leute zum einen Projekte einstellen und eben auch Projekte fördern über diese Plattform. Es sind eigentlich keine grundlegenden Änderungen, muss ich ganz ehrlich sagen, die wir da planen. Also wir sind ziemlich zufrieden mit dem, wie es läuft. Klar, mehr Projekte sind immer schön. Es gibt kleinere Änderungen, die wir neulich durch eine Forschungsgruppe an der TU Ilmenau zurückgespielt bekommen haben, die Science Data analysiert haben, die auch zum sehr, sehr guten Ergebnis kamen, aber doch Anmerkungen im Detail hatten, aber wirklich nur kleinerer Art, aber doch trotzdem sehr gute Anmerkungen, die wir wirklich auch zeitnah umsetzen wollen auf der Plattform, alle mit dem Ziel, mehr Projekte auf die Plattform zu bekommen und das vielleicht noch nutzbarer und also noch nützlicher zu gestalten für alle Seiten, die daran beteiligt sind. Ansonsten, ja, geht es darum, möglichst viele Aktionen zu starten, um auf die Plattform hinzuweisen, und das Ganze eben so beibehalten zu können, wie es denn bislang funktioniert. Also da geht es sicherlich darum, Marketingmaßnahmen sowohl im Netz, aber eben auch primär an Universitäten und Doktorandennetzwerke und so weiter, dass die auf diese Plattform aufmerksam werden und kennen tun die Plattform erstaunlich viele Leute. Also ich werde wirklich sehr häufig auch im privaten Umfeld auf die Plattform angesprochen. Letztlich so die Hürde für manche Leute, dann so selbst ein Projekt einzustellen, ist dennoch oftmals noch irgendwo recht hoch, ja, aus welchen Gründen auch immer. Und da gilt es sicherlich noch so ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber da sind wir ganz guter Dinge eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, ja, dann wünsche ich euch, dass in Zukunft sich mehr Wissenschaftler trauen, über die Hürden drüber zu springen. Vielleicht gelingt es euch ja auch, die noch ein bisschen tiefer zu senken, dass noch ein paar mehr drüber springen können. Wie gesagt, viel Glück, gutes Gelingen und ich bedanke mich bei dir für dieses sehr informative Gespräch. Danke nach Berlin. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Stifterverbandes und des gepflegten Hangouts, das war mein Gespräch mit Thorsten Witt, Projektleiter bei Science Data. Wenn ihr jetzt selber Lust bekommen habt aufs Crowdfunding, dann geht doch mal auf sciencedata.de. Den Link haben wir nochmal für euch eingeblendet. Viel Spaß dabei.